Yeah! Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu unserer ganz besonderen Challenge zum Thema Improvisieren. Ich will dir mit kurzen Beiträgen und mit einem kleinen, aber wichtigen Impulsen einfach zeigen, wie du dein Solospiel verbessern kannst. Und das sind Dinge, die ich immer wieder erlebe in meinen Workshops. Da improvisieren wir ja auch. Und manchmal sind es so ganz typische kleine Fehler, ja, wodurch das Solo dann doch nicht so richtig gut wirkt. Und eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist: Mach in deinen Solos Pausen. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich habe manchmal Teilnehmer, Workshop-Teilnehmer, die spielen und spielen und spielen und spielen und spielen und spielen. Ich habe das Gefühl, die nehmen gar keine Luft dazwischen durch. Und wichtig ist, dass du da Pausen machst. Ich will dir das mal zeigen. So, ich singe das mal vor. Du spielst mit mir. Pause. 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 Badu, babu, da. Ja, ruhig immer wieder Pausen lassen, ruhig auch längere Pausen, indem die Band so ein bisschen oder das Playback so ein bisschen wirken kann, kurze Phrasen bilden und dann immer die Pausen, weil das gibt so eine Art, ich sag mal, so eine Phrasierung. Das macht das Ganze so, das lockert das Ganze auf, ja. Und das ist besser, als wenn du die ganze Zeit nur so durchspielst. Ja, ganz, ganz wichtig, Pausen machen. Ich könnte auch sagen, mit dem Atem spielen, ja, und kurze Phrasen, wieder einatmen, Ruhe einatmen, dann die nächste Phrase und dann so weitergehen. Yeah, dann hoffe ich, dass ich dir damit wieder einen wichtigen kleinen Tipp geben konnte. Und wenn du Lust hast, besuch mich mal bei den Sachsmasters. Wir haben natürlich einen Improvisationskurs, in dem du das Improvisieren von der Pike auf lernen kannst und richtig in die Tiefe gehen kannst. Wir lernen erstmal so das Improvisieren mit wenigen Tönen, dann mit Pentatonik, Tonleitern. Wir lernen das Improvisieren der Rockmusik, wie das mit Blues-Scales ganz einfach geht. Aber dann noch in der Jazzmusik zu Jazz-Klassikern, zu denen dann mit verschiedenen Akkorden und verschiedenen Tonleitern gespielt wird. Sehr, sehr spannende Sache und ich freue mich, wenn du da hinkommst und mit mir gemeinsam das Improvisieren lernst. Bis dann. Ciao.